Liebe Brüder und Schwestern, einen wunderschönen guten Morgen aus Ihrer Pfarrkirche St. Bartholomäus. Zum Einzug singen wir Lied 819, 819, die dritte Strophe. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, in wenigen Tagen ist Christi Himmelfahrt. Jesus hat seine Jünger auf diesen Tag vorbereitet, besser gesagt, auf die Zeit danach. Er hinterlässt ihnen sein Lebensbeispiel, seine Worte und Gebote und seinen Geist. Dies ist auch für uns heute noch sozusagen die Grundausrüstung, mit der wir in der Nachfolge Jesu unseren Weg gehen. Sonntag für Sonntag lädt er uns ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben in der Feier der Heiligen Messe. Werden wir uns jetzt bewusst, dass der Herr, unser Wegbegleiter, auch jetzt unter uns ist. Bitten wir ihn um sein Erbarmen, bitten wir ihn um seine Barmherzigkeit. Jesus Christus, aus Liebe zu deinem Vater und zu uns Menschen warst du gehorsam bis zum Tod. Begleitet.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, ernehme von uns Sünde und Schuld und erführe uns eins zum ewigen Leben. Amen. Wir singen das Gloria 724. 724. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Müssen die Feinde sich beugen.
Lob singe deinen Namen. Kommt und seht die Taten Gottes, ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Menschen. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe. Und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute Morgen wieder so viele junge Mitfeiernde und junge Mitbeterinnen am Bildschirm, sodass ich gerne mit einer Begebenheit einsteigen möchte, die von einem Elfjährigen erzählt. Er ist gerade auf dem Heimweg von einem Fußballtraining. Und dieser Elfjährige fragt seinen Vater ganz unmittelbar, unvermittelt: Du, Papa, wie macht man das eigentlich, den Glauben weitergeben? Der Vater, total überrascht,
weil er mit solch einer Frage überhaupt nicht gerechnet hat. Und er antwortet: Deine Mama und ich, wir versuchen es, indem wir euch mitnehmen zu den Gottesdiensten in der Gemeinde. Indem wir an den großen Festtagen das wichtig nehmen, um was es geht. Zum Beispiel zu Ostern das Osterlicht und nicht nur die Schokoladeneier. Oder dass wir zu Weihnachten die Krippe gemeinsam aufbauen und nicht so sehr auf überdimensionale Geschenke den Schwerpunkt legen. Wir beten auch mit euch daheim und möchten euch zeigen, dass uns vor allem das Danke-Sagen wichtig ist beim Essen oder auch am Abend. Und weil der Junge immer noch zuhört, spricht der Vater weiter. Uns ist auch nicht egal, wie man miteinander umgeht, wie man übereinander redet, auch dann, wenn es Ärger gibt. Und wir versuchen, gut mit der Natur umzugehen, weil sie für uns nicht einfach nur die Umwelt ist, sondern Gottes Schöpfung. Ah ja, unterbricht der Sprössling. Einfach das Normale also. Der Vater ist verdutzt und fragt: Sag Johannes, warum fragst du das überhaupt? Nur so, sagte er und setzte fort: Wenn ich mal groß bin und Kinder habe, möchte ich das auch können. Und dann erzählt er nahtlos weiter von den Vorlagen, die ihm eben beim Fußballspiel gelungen sind und dem Treffer, den er erzielt hat. Einfach das Normale. Liebe Schwestern und Brüder, jung und auch älter, der französische Diplomat und Schriftsteller Paul Claudel, er hat einen guten Rat, wenn er sagt: Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Eine tolle Aussage, wie ich finde. Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Dieser Rat erklingt wie eine Variation der gehörten Worte eben aus der Lesung, dem Petrusbrief. Denn da tröstet und stärkt Petrus seine Christengemeinde in einer ganz misslichen Lage. Denn sie werden schief angeschaut, sie werden beschimpft und verleumdet, weil sie anders sind als die meisten ihrer Mitbürger. Ja, weil sie in der heidnischen Umwelt zu Christus halten, weil sie zu ihm stehen, ja, weil sie sich zu ihm bekennen. Liebe Gemeinde, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Der Vater in der Geschichte eben hat das schon ganz gut gemacht, wie ich finde. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das war auch das Katholikentagsmotto 1998 in Mainz. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen noch daran. Da habe ich auch gerade mein Abitur am Hartenberg in Mainz gemacht. Gebt Zeugnis von eurer Hoffnung. Das stand überall in der Stadt, auf den Fahnen, den Plakaten, den Bannern. Es war ein großes Fest in Mainz, zu dieser Zeit jetzt eigentlich undenkbar. Dieser Leitsatz, er könnte auch von Jesus selbst stammen. Jedenfalls trifft er die Art und Weise, wie Jesus das Reich Gottes verkündet hat. Denn seine Art zu leben hat Fragen geweckt. Die einen begannen zu fragen, woher er wohl die Kraft hat, den Mitmenschen so klar, so aufbauend, so lebenweckend zu begegnen. Davon wollten sie mehr erfahren, daran wollten sie anknüpfen und auch für ihr Leben profitieren. Andere wiederum fühlten sich provoziert. Sie fragten: Woher nimmt er das Recht,
so zu handeln und sein unkonventionelles, ja gotteslästerliches Handeln auch noch zu rechtfertigen. Beiden, liebe Schwestern und Brüder, stand er Rede und Antwort, erzählte in Gleichnissen und pointierten Deutungen zentraler Bibelworte, wo, nein, wer seine Hoffnung war und wer ihn bewegte, so zu leben, auch wenn er dafür angefeindet wurde. Seine Hoffnung ruhte auf Gott, den er seinen Vater nannte. Liebe Gemeinde, in wenigen Tagen, am Donnerstag, werden wir ja seine Heimkehr zum Vater feiern. Und wenn Jesus heimkehrt zum Vater, dann nimmt er nicht alles mit, was er gebracht hat. Er lässt uns sozusagen einen Koffer zurück, so will ich es mal nennen, so sagt es uns auch heute das Evangelium. Und in diesem Koffer sind seine Gebote, die helfen, die Liebe zu leben und in seiner Liebe zu bleiben. Und damit uns das gelingt, will er, wenn er beim Vater ist, sozusagen an der Quelle und dem Ziel aller Hoffnung, den Vater bitten, dass er uns einen Beistand schickt, den Geist der Wahrheit. Denn so wichtig ist es ihm, dass seine Art zu leben und zu lieben in der Welt bleibt und auch weitergegeben wird. Und da sind wir wieder am Anfang der Predigt, beim Weitergeben. Du Papa, wie macht man das, den Glauben weitergeben? Fragt der Elfjährige. Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. So redet Paul Claudel, der über 40 Jahre auf 3 Kontinenten als Diplomat diente und bekennend als Katholik lebte. Liebe Gemeinde, haltet in eurem Herzen Christus den Herrn heilig. So schreibt Petrus in seinem Brief und er ist überzeugt, dass ein von Christus erfülltes Herz vieles Schwere auch im Leben ertragen kann. Und nichts kann ihm die Hoffnung nehmen, die Hoffnung, bei Christus gut aufgehoben, ja geborgen zu sein. Denn solch eine Hoffnung, sie bleibt nicht verborgen, sie scheint durch, sie gibt auch noch dem bedrängten Leben, ja dem bedrängtesten Leben, Farbe und weckt Fragen. So möchte ich Sie und auch euch ermuntern. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Amen. Wir singen das Credo 834, 834. Die Melodie ist noch etwas unbekannter, aber Herr Kühn führt uns. 834. Thank you.
und der Liebe. In diesem Geist beten wir zu Gott in den Nöten unserer Tage, sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Beten wir für alle Christinnen und Christen, die im Alltag bereit sind, jedem Rede und Antwort zu stehen von der Hoffnung, gerade auch in dieser Zeit, die sie erfüllt. Sende aus deinen Geist. Und das Antlitz der Erde wird neu. Wir beten für die Männer und Frauen, die vor ihrer Zukunft Angst haben. Für die vielen in Kurzarbeit und alle, die arbeitslos geworden sind. Für Unternehmer und Unternehmerinnen, die ihre Betriebe aufgeben müssen. Sende aus deinen Geist. Und das Antlitz der Erde wird neu. Wir beten für die Pflegekräfte und alle, die sich in den Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeeinrichtungen für das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen einsetzen. Für alle, die von schlechten Arbeitsbedingungen belastet sind. Sende aus deinen Geist. Und das Antlitz der Erde wird neu. Wir denken an die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer. Für alle, die sich zurzeit an einen neuen Schulalltag gewöhnen. Für die Kinder, die weiterhin zu Hause bleiben müssen und ihre Eltern, die sie betreuen. Sende aus deinen Geist. Und das Antlitz der Erde wird neu. Wir beten für alle Opfer von Gewalt und denken besonders an die Toten und Verletzten beim Anschlag auf die Geburtsklinik in Kabul. Sende aus deinen Geist. Und das Antlitz der Erde wird neu. Guter Gott, du sendest deinen Geist des Trostes und der Zuversicht allen, die dich darum bitten. Darum danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir die 733. 733. Lasst uns beten. Herr und Gott,
Lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wir den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst.
Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, erleuchte deine Kirche in unserem Land und auf der ganzen Erde und erneuere sie durch das Evangelium. Festige das Band der Einheit zwischen den Gläubigen und ihren Hirten in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen. Mache dein Volk in unserer zerrissenen Welt zum Werkzeug der Einheit und des Friedens. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die in Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Wir beten heute Morgen in dieser heiligen Messe ganz besonders für Hans und Käthe Burkhardt, für Hans Julius Braun. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit den Aposteln, dem heiligen Bartholomäus, der heiligen Walburga, dem heiligen Remigius und dem heiligen Johannes und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Angst, Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mitunter ist es sehr schwer, andere zu ertragen und noch schwerer, ihnen auch zu verzeihen, wenn sie einem wehgetan haben. Jesus will uns aber auf diesen Weg führen. Er ist ihn selbst gegangen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, hat er zu den Jüngern gesagt, die nicht stark genug waren, bei ihm zu bleiben. Ihn bitten auch wir. Auferstandener Herr und Meister, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Zum Agnosti singen wir die 325. 325.
singen zum Dank die 820, 820, 1, 4 und 5. Strophen 1, 4 und 5. Gehört und auch die Eucharistie gefeiert, das Wichtigste somit. Aber der Schluss, den gucken jetzt vielleicht doch einige noch nach. Und von daher möchte ich vermelden, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Gebetswoche für die Einheit der Christen begehen. Natürlich anders wie in gewohnter Form. Wir werden von unseren Schwesterngemeinden, den evangelischen Schwesterngemeinden, auf der Homepage montags, dienstags, mittwochs, donnerstags ein Video finden in der Woche vor Pfingsten und gemeinsam am Freitag hier einen ökumenischen Livestream-Gottesdienst feiern mit Pfarrerin Novak Neubert, Pfarrer Lotz, Pfarrer Meister und auch mit mir. Am Donnerstag ist der nächste Livestream an Christi Himmelfahrt um 10.30 Uhr hier aus der Pfarrkirche. Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 10.30 Uhr. Die einen oder anderen von Ihnen haben diese Gottesdienstordnung wieder nach Hause bekommen, vor allem die Älteren unter Ihnen, dass wir auch da den Kontakt einfach halten. Das ist jetzt ein Sonderservice sozusagen mit allen Austrägerinnen. Das können wir auf Dauer gar nicht so aufrechterhalten. Aber jetzt zu Pfingsten und bis zu den Sommerferien haben wir nochmal solch ein Heftchen gemacht. Demnächst wird ja schon wieder auch der neue Bote
zusammengestellt. Zurzeit überlegen wir auch werktags wieder Gottesdienste anzubieten. In St. Walburga und St. Bartholomäus sind natürlich nur Wortgottesfeiern und auch Andachten und eucharistische Anbetung in kleiner Teilnehmerzahl möglich. Donnerstags könnten wir eventuell noch eine weitere Messe in Großwindernheim aufgrund der Größe der Kirche anbieten. Wir schauen mal, wie sich die Dinge so fühlen. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Der Glaube, er schenkt uns Hoffnung, gerade auch in diesen Tagen geben wir Zeugnis davon. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag wie auch eine gesegnete Woche und danke natürlich auch allen Mitwirkenden hier vor Ort, auch der Technik, auch wenn es nicht immer so funktioniert, aber da sind wir ein Stück weit auch ausgeliefert und hoffen, dass es das nächste Mal wieder besser klappt. Ihnen allen ein vergelt's Gott und ja, schönen Sonntag. Danke. Bitten wir um den Segen Gottes. Die Tage vor Christi Himmelfahrt nennen wir auch die Bitttage. Von daher möchte ich gern den Wettersegen spenden. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Weinberge, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.